Willkommen in diesem Video. Dieses Video ist das letzte, was uns mit Erfahrung aus dem Alltag zeigt. Irgendwie sind wir ein bisschen durchgedreht, aber das werdet ihr selber sehen. Nächste Woche kommt dann das Update-Video. Danach wird es komplett spannend. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Was geht und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist wieder was ganz anderes, denn heute geht es nicht um Segeln, es geht nicht um Action. Deswegen alle, die nur sowas sehen wollen, können direkt schon mal abschalten. Ich fühle mich von der Gesellschaft unter Druck gesetzt, muss mich jetzt auch endlich mal anpassen. Deshalb gehen wir heute zum Friseur. Ich bin selbst gespannt, bin ein bisschen aufgeregt, schon so lange diese langen, komischen Haare. Aber Kopf juckt nicht, ist alles in Ordnung. Nee. Dazu muss man sagen, dass Thilo, bevor wir losgefahren sind, jahrelang immer kurze Haare hatte. Als Kind zwar noch nicht, aber anscheinend muss das immer wieder mal geändert werden. Ich bin gespannt, was er frisurentechnisch dieses Mal geplant hat. Und wie ihr seht, das hier ist unser schönes Office. Hier sind Jonas Malereien, unser Boot. Bald geht's auch endlich zurück. Wir haben den Flug schon gebucht. Mehr verrate ich noch nicht. Dann geht's los, wir haben 18.30 Uhr einen Termin. Let's go! Keine Ahnung, warum er das will. Vielleicht hat er irgendwelche Probleme, wo er mit uns nicht drüber reden will. Aber glaube ich gar nicht, weil Thilo ist motiviert. Aber ich werde es auf jeden Fall mich nicht trauen. Ich werde meine Haare so lassen. Von daher bin ich gespannt. Licht aus! So lebt Jonas. Hey, was ist das jetzt hier? Eine Roomtour oder was? Schön! Weiter geht's. Ja, wir machen jetzt hier mal ein paar Insights noch. Nebenbei am Rande, wenn es schon sowas Persönliches hier ist. Ich wollte noch kurz ein bisschen Joghurt essen. An dieser Stelle wird etwas wild. Wir haben zu Hause angefangen zu drehen und die Kamera einfach mal laufen lassen. Viele von euch kennen uns schon ganz gut. Wir wollen nichts verstecken und authentisch sein. Und ein bisschen reflektieren wir an dieser Stelle auch, was gerade passiert. Das wird ein geiles Video. Für dieses Video gibt es einfach kein Konzept, ne? Doch, ist das, ein ultra das wird einfach mal ein authentisches, witziges Video. Die Leute wollen auch wissen, was bei uns im Hintergrund abgeht. Mhm. Schön. Hier entspannt er immer, liest ein Buch aus seinem intellektuellen Bücherregal. Mein Bücherregal ist schlau. Raus jetzt hier. Raus mit dir. Nice Karre. Mit der fahren wir heute leider nicht, weil die fällt auseinander und verbraucht zu viel. Kannst du aufmachen? Dann ging's los. Im Auto merkt man uns schon ein bisschen Nervosität an. Thilo macht sich Gedanken über seine neue Frisur und ich überlege, welche Auswirkungen Thilos neuer Haarschnitt auf unsere Freundschaft haben kann. Was mache ich mir denn, Schickes? Du weißt doch, was du machen willst. Ja, ich muss die Leute so ein bisschen auf Spannung halten. Ich mach was ganz Verrücktes. Meinst du, wir sind dann überhaupt noch so ein Dreamteam? Klar. Plus und Minus. In Dortmund angekommen, jetzt machen wir noch schnell ein Foto und dann geht's ab in den Friseurladen rein. Der Friseur ist ein Kollege von uns, Sammy, der schneidet sehr gut die Haare, da gehen wir jetzt heute auch wieder hin. Jetzt werden wir ihn erstmal begrüßen und gucken, was er überhaupt davon hält, dass Thilo sich die Haare kurz machen will. Alles klar mit dir? Ja, mit dir. Ja. Wie geht's dir? Na, alles gut. Alles klar? Wie geht's dir? Yes. Okay für dich? Ja, klar. Aber ja? Ist easy. Perfekt. Heute ist der große Tag. Ja, lange so. Nicht da gewesen. Ja, genau. Heute muss mal fresh gemacht werden. Siehst du aus? Setz euch erstmal. Heute Kaffee, Tee. Kaffee ist nice. Kaffee ist geil, ja. Müde irgendwie. Ich habe gerade schon gesagt, sehr guter Kollege von mir schneidet immer die Haare, schneidet richtig geil die Haare. Nice. Cousin Akaso, wir sind in Dortmund in der Kölner Straße 73. Könnt uns immer wieder gerne besuchen und anrufen. Ich verlinke unten alles, in der Box, Insta-Account und so. Jetzt guck mal in die Kamera. Jetzt lächeln mal ein bisschen. Bist du jetzt nicht ein bisschen nervös, dass du danach vielleicht aussiehst wie so ein Schweinekopf? Ja, könnte schon scheiße aussehen, aber ich hatte ja auch mal kurze Haare, von daher. Aber da war ich auch halt so ein Milchbubi-Gesicht. Vielleicht
Wird sowas vielleicht nicht, aber die wachsen auch wieder nach. Von daher kein Problem, ich hab Bock drauf. Ich brauch mal dein Handy, damit ich ein Foto zeigen kann. Ich hab keine Flat mehr. Okay. Krass, dass du dich dazu entschieden hast. Wie kam's? Hatte mal wieder Bock auf was Neues. Ich stehe irgendwie auf Veränderung und das hat mir jetzt schon, war schon lange genug jetzt. Deswegen mal wieder was Neues. Ja, nice. Ja. Kriegen wir hin. Man sieht ja jetzt schon ungefähr, wie du aussehen wirst. Ja, es könnte sein, dass du ein bisschen scheiße aussiehst. Ach, brauchst du eigentlich den Spiegel? Sonst könnte man so eine Enthüllung machen. Nee, brauch ich nicht. Und riecht selber gar nicht. Sollen wir das abdecken? Ja, okay, machen wir. Ja, nice. Aber ich bin nicht so einer, der dann so schwer begeistert auf einmal so, ah, krass, ja, geil. Ja, ich bin immer so ein sehr emotionsloser, der dann sagt so, ja. Aber jetzt gleich wird Thilo quasi enthüllt. Er wird sich das erste Mal selber sehen, weil hier ist ja noch dieses Ding vom Spiegel. Und da bin ich mal gespannt auf seine Reaktion. Irgendwie kacke geworden, es tut mir echt leid. Also ich hätte echt gedacht, dass das ein bisschen besser aussieht. Also ich wollte nicht, dass es so ausgeht. Wirklich nicht. Ja, wird schon gut sein, wird schon gut sein. Ja? Ja, ja. Sei gerne. 3, 2... Oh, die Kamera sieht's nicht. Der Bart ist ja schon provokant. Aber ansonsten. Fällt es dir denn? Ja, so locker, weißt du, nichts dahingeschmiertes. Es war aber auch echt viel Arbeit. Also egal, wo ich gefühlt gerade hier langlaufe, liegen überall deine Haare. Ja, ist gut, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Mit dem Bart muss ich mich dran gewöhnen. Wie lange hat sie jetzt die langen Haare? 3 Jahre, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehr fresh. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie ihr das findet, ob es passt oder nicht. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde immer, es muss 2-3 Tage ankommen. Dann mache ich mir das irgendwie und dann komme ich damit sehr gut klar und bin dann auf jeden Fall immer zufriedener als so ungewohnt, genau. Weil ich finde immer, wenn ich mich an Sachen gewöhne, dann am Ende finde ich es immer richtig nice und geil, gut, dass man es gemacht hat. Und Veränderungen sind sowieso immer sehr nice. Sollte man immer mal machen. Von daher vollkommen zufrieden. Ah. Ah. Junge. Das ist hier brutal. Das ist es.